So, ich quatsch mal mit dem. Ja, ja, mach mal. Sag mal, Kumpel, wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Ich bin Aiden. Hey, Jungs, kennt ihr den? Was sagte die Kugel zum Mann, der erschossen wurde? Was? Du bist tot? Nein, nur auf Durchreise. Ach, Scheiße. Aha, du bist ja ein Witz, du hast ihn mit einer Machete die Glieder abgetrennt, Nitav. Das ist streng genommen eine Nahkampfwaffe. Wohingegen Kugeln. Ich freue mich auch, dass es dir gut geht. Dein Freund hatte weniger Glück. Ja, neuerdings senden sie die Leute direkt aus einem echt kurzen Bootcamp. Oder ganz ohne Training. Rekruten. Quereinsteiger. Genau, Kommandozentrale, Kanonenfutter. Das reicht, Nitav. Hüte deine Zunge. Klar, schon gut. Also, wie sieht's aus? Willst du immer noch da hochklettern? Nicht umsonst, ja. Natürlich. Wir entlohnen Spezialisten angemessen. Na, ist die beste Zeit dafür. Wenn du da oben irgendwelche Hilfe brauchst, sag einfach über Funk Bescheid. Eglot kennt sich mit Elektronik aus. Allerdings kann ich von hier nicht abschätzen, wie stark der Apparat beschädigt ist. Eglot steht auf Elektronik. Eglot? Kumpel, Eglot. Hauptsache, wir kommen da jetzt rein, ne? Wirst du weitermachen? Aber ich glaube... Gehen Sie ins Gebäude, steht. Gehen Sie ins Gebäude. Und das ist da oben. Das Ziel liegt da oben. Dann gucken wir mal. Und wie kommen wir denn da oben rauf? So nicht. Das heißt wohl, wir müssen klettern. Klettern? Johnny? Warte mal. Warten Sie mal. Ja. Was ist denn hier drin? Ist hier noch irgendwas drin? Ja, hier kommen wir hoch. Hopp. Ich wollte gucken, ob hier was drin ist. Ja. Stöcke. Ja, sie sind der Looter King, das wissen wir ja schon. Sag mir die richtige, ey. Ja toll, was willst du denn da hinten? Du musst hier rein. Ja, kommen Sie mal her. Sie Knallkopf. Gucken Sie mal, was da oben haben ist. Haben Sie Knallkopf zu mir gesagt? Nein, was ist denn da oben? Nein. Wo ist denn da? Ja, hier können Sie rum. Dann können Sie hier rum. Dann können Sie da oben drauf. Und dann können Sie da rüber, oder? Können Sie nicht darüber. Boah, du bist so ein Klugscheißer, ne? Ich gucke das mal. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie kann eine Frau so klugscheißerig drauf sein? Dann gehen Sie darüber. Gucken Sie mal. Das ist ja zum Kotzen. Ich bin schon oben. Ja, freuen Sie sich doch ein Bein ab. So ein Klugscheißer, ne? Echt? Gucken wir mal, dann gehen wir dahin. Nein, nicht so weit. Ein zurück. So. Wie eins zurück? Ja, eins zurück. Ich hab mal gemerkt, dass ich hier Doppelsprung machen kann. Ja, sie sind ein Angeber. Ja, und jetzt? Jetzt hier aufs Rohr. Auf die Plattform unterm Rohr. Und dann aufs Rohr über ihnen. Da oben hoch. Und dann können sie draufklettern. So. Aufs Rohr, ja, ich bin nicht ja. Ich bin nicht ja. Gut. Dann hier wieder auf die Plattform und ans nächste Rohr. Oh, fuck. Ja. Ja, und jetzt? Einmal auf die andere Seite und dann darüber hüpfen. Und dann sind sie schon drin. Oh. Leute. Ist alles dunkel. Ja. Ich bin drin. Wie sieht das aus? Da hat jetzt jemand sehr einig, als sie es vom Netz genommen haben. Ich würde vermuten, dass der Hauptstrom. Das gibt wieder Rennerei. Man muss nach 1 einschalten, dann muss nach 2 rennen. Das sollte den Stromkreis wiederherstellen. So ein Scheiß, ey. Stromwerk. Das Stromwerk ist eine von 2 Arten von Gebäuden in der Stadt. Nach der Fertigstellung können Sie es einer der Gruppierungen zuweisen und die Stadtausrichtung ändern. Nach der Aktivierung des Stromwerks müssen Sie die defekten Verbindungen zwischen den Generatoren reparieren. Finden Sie zunächst einen funktionierenden Generator, die grüne Leuchte, und verbinden Sie ihn mit einem defekten Generator. Da fehlt ein E. Rote Leuchte. Ein funktionierendes Stromwerk versorgt eine Reihe von Gegenständen in der Zone mit Strom. Zum Beispiel Schaltkästen oder die Schaufensterbeleuchtung.
Okay. Da hinten ist... Warte mal, mach mal Überlebenssinn. Da ja, habe ich auch schon gemacht. Da habe ich hier schon was gefunden. Unten ist eins. Da sehe ich schon eins. Eine Kiste. Habe ich hier gefunden. Und noch was. Also unten ist eins. Soll ich mal eins machen und Sie bleiben hier oben? Warten Sie, vielleicht warten müssen, Sie. Nein. Bevor Sie irgendwas ich will den Gedanken machen, noch ein bisschen ausführen. Vielleicht müssen wir zusammenarbeiten. Das heißt, ich mache eins, Sie machen zwei und dann... Juhu. Ich habe hier noch was gefunden. Warten Sie mal. Warten Sie mal. Der Loot-Tipp da alles. Ich weiß es nicht. Da. Alles Loot. Alles muss man unten begucken. Der ist hier nur am Looten, der Mann. Was ist denn das? Kann ich keine... Ja, ich bin hier nur am Looten. Haben Sie jetzt gesagt, der ist hier nur am Looten, der Mann? Haben Sie das jetzt gesagt? Was? Nein. Das haben Sie zu mir, nein, gesagt. So, da unten ist eins. Eins ist hier an. Und hier unten, was ist das hier? Ist das drei? Ich weiß nicht, ich bin da. Drei ist da hinten. Ich bin noch gar nicht da. Was ist das denn? Ist das vier? Da ist eins. Ich versuch mal. Ich versuche mal, Miri. Ja, ich bin oben auf dem Umspannwerk. Versuche den Strom in einer Musik ja machen. Das war hier drin wirklich kein Spaziergang. Und? Sicher, kann hier nichts machen. Ich habe ein paar PKs getroffen. Ja, sie müssen Leitung ziehen. Haben. Ich komme auch mal runter. Du solltest sie sehen. Hier, Kabel. Keine Ahnung, welche von ihnen ich lieber mag. Das mache ich jetzt. Schon, zack. Wohin? Ich vermute mal zu dem anderen hier. Anderen eins. Nee, zu drei kann ich nicht. Was ich hier tun sollte. Außerdem. Sie sind da unten und ich bin hier oben. Eins ist hier. Ich würde Ihnen nicht geben. Hier ist ein Eins. Zur Hölle mit Ihnen. Die Scheiße. Kommt auch nicht ran, oder was? Und was ist mit den Freien? Ist zu lang. Jemand sollte auf ihrer Seite stehen. Ich hab nur einen Meter. Ja, dann ist das ja schon wieder Schwachsinn. Aber warten Sie mal. Zu viel Zeit. Schlafmütze. Was? Ich bin hier schon fertig und du kasperst da drüben noch rum. Ich muss, glaube ich, mal irgendwie langsam einen Pilz nehmen oder so. Ich hab's. Ich kann's. Eine Minute 57. So. Und jetzt? Jetzt habe ich's verbunden. Oh, schön. Ich muss auch einen Pilz nehmen. Warten Sie. Muss mir auch mal eben so einen Pilz da reinhauen. Oder mehrere. Moment, wo habe ich die Pilze denn? Bisschen mehr Pilze. Jetzt haben wir hier, aber wir müssen ja nach drei. Und hier ist ja gar kein Kabel. Kabel einziehen? Was heißt das jetzt? Warte mal. Kabel lösen. Ne, das ist aber richtig, ne? So, ich habe ein Kabel haben wir jetzt verbunden. Ja, warte mal. Da hinten ist Nummer drei. Wo ist Nummer 3? Da kann ich nichts machen. Ich kann nichts machen. Also Nummer 1 haben wir jetzt. Ja, dann müssen wir jetzt Nummer 2 machen. Ja. Was ja eigentlich logisch ist. 2 ist oben. Ja, ich habe 2. Ach du Scheiße, da geht ja noch weiter runter. So, ich steck mal rein. Wo ist jetzt 2? Da hinten? Ich suche das auch gerade. Ich finde hier ja, nichts. Ich habe ihn, aber ist zu kurz. Toll. Von innen verschlossen. Warte, ich mach's anders. Kann ich das so machen? Ach, fuck. Das war scheiße. Jetzt hab ich das Kabel und komme da nicht weiter. Toll. Oder? Ich habe auch ein Kabel. Wo ist Nummer 3? Nummer 3 ist hier. Aber ich kann ja nicht, zwei mit 3 verbinden. Das geht ja nicht. Nein, aber ich kann 3 mit 3 verbinden. Okay. 3 ist unten. Wo ist 3? 3 ist unten. Nein, 3 ist nicht. 3, ich hab. Ach, jetzt ich will den roten Dreier haben. Wo ist der? Sag mir, wo der ist. Unten, ganz unten. Mann, du laberst Scheiße, Mann. Der kaputte Dreier ist oben.
Du laberst immer einen Scheiß, ey. Ich sehe den Dreier hier unten, aber ist mir egal. Wie hier unten? Da bin ich doch dran an den grünen Dreier. Das ist kein grüner Dreier. Komm runter, komm bitte runter. Nein, ich hab doch ein Kabel in der Hand, Herr Stöckel. Ja, dann lass es los, oder? Nein. Was? Kabel lösen mit F. Nein, ich lass es so, jetzt. Hier unten, wo ich stehe, ist ein grüner Dreier und da kann ich ein Kabel ziehen. Mann. Ein Laberarsch, ey. Sind Sie doof? Was reden Sie? Komm ich da hoch? Warten Sie mal. Ja, weil du quatscht wieder. So, jetzt gehe ich hier. Nee, da ist keiner. Da ist keiner. Alter. Ach Mann, ey! Ist aber doof hier mit dem Kabel, ey. Ich hab nur noch 9 Meter, ey. Ja, und ich bin fast wieder. Ich muss. Wo ist eine Lampe hier? Ich brauche eine Lampe. 300 Meter, seid ihr doof? Ich sterbe hier und 300 Meter Lampe, oder was? Drei habe ich verbunden. Ja, das ist schön und ich brauche jetzt erstmal einen Pilz. Wo ist 2? 2 ist oben? Ja, Mitte. Aber ich wollte den 2 eigentlich machen. Ja, dann macht das doch auch. Ja, aber ich musste mich doch jetzt erstmal immunisieren. So, und zwar, wenn ich jetzt eine... Nein, ich will nicht. Hier ist 2. So, da. Jetzt muss ich... Ja, da hinten drüber. Jetzt muss ich irgendwie einen kurzen... Ich hab ihn. Yes! Habe es eingesteckt. Was jetzt? Aktiviere die Steuereinheit. Die ist im Kontrollraum. Schon unterwegs. Okay. Deine Hilfe ist ein wichtiger Beitrag, diese Stadt sicherer zu machen. Ich wollte das nur sagen, damit du dich geschätzt fühlst. Und damit du verstehst, wie wichtig... Und wo ist der Kontrollraum? Okay. Ich fahre gerade im Aufzug hin. Vielen Dank. Okay, ich bin am Kontrollraum und ich aktiviere. Ach, du musst auch hier hochkommen. Ja. Weißt du, du kannst alles alleine, oder was? Kommst du jetzt auch mit dem Aufzug hoch? Ja, das ist ein schönes. Ich wär toll, wenn ich hochkommen könnte. Ja, warte, ich komme mit dem Aufzug runter, komm ich, wenn das nicht geht. Jetzt sag nicht, du kannst keinen Aufzug fahren. Oh! Ah, hier, warte mal, ich hab eine Öffnung. Hier musst du hin. Hier zu mir. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Klettern, hier ist ein Seil. Da, wo 2 ist. Komm zu 2. Ja, oder so. Und jetzt hier hoch. Hier ist der. Hier ist erstmal ein Dingsbums. Brenn. Ja, den mache ich mal eben, den Delta. Oh, cool. Wir haben wieder ein Update gekriegt. Aber können wir gleich machen. Na los jetzt. Und hier müssen wir einmal Anlage aktivieren. Ich bin da. Mal machen. Oh! Zuweisen. Wen willst du das jetzt zuweisen? Das ist eine gute Frage, ne? Wenn wir das den Überlebenden zuweisen, kriegen wir Airbags und Strom für die Stadt. Ja, Strom für die Stadt, Beine und Autofallen. PKs installieren Autofallen in allen von ihnen kontrollierten Zonen. Überlebende platzieren Airbags in allen von ihnen kontrollierten Zonen. Ja, das ist ihre Frage. Was machen wir? Nee. Das sollten wir zusammen entscheiden. Ich meine, wir sollten das ja den Peacekeepern machen, ne? Aber eigentlich... Aber ich möchte lieber, dass die Überlebenden das machen. Ich will für den Peacekeepern. Ja, ich meine, glaube, letztendlich müssen wir es eh für beide machen, ne? Ja, dann, ja, eigentlich schon. Man sieht ja unten die Leiste. Dann sagen sie was. Ja, ich habe schon markiert. Also für die Peacekeeper. Ja, hast du gerade gesagt. Und da es deine Karte ist? Okay.
Nicht übel. Gar nicht übel. Nicht übel. Stimmt's, Herr Klaus? Sogar optimal. Hier ist eine Bezahlung als Teil unserer mündlichen Abmachung. Es war mir eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten, Aiden. Ebenso. Passt gut auf euch auf. Was haben wir jetzt gekriegt? Parcours. Eierlikör. Aufstieg. Eierlikör oder was? Aufstieg. Du hast es also geschafft. Sauer auf mich? Nein. Deine Entscheidung. Und ich verstehe, warum. Aber ich selbst, ich bin in allen Belangen für die freien Menschen. Es gibt noch viel mehr Umspannwerke. Wenn wir sie alle zum Laufen kriegen könnten... Können wir zuerst zum Fischauge und... Ja, klar. Treffen wir uns in der Kantine. Ich warte dort auf dich. Aber ich möchte jetzt nicht in der Nacht losrennen. Nö, wir gucken mal. Ich guck mal in der Wir sind ja hier in unserem Bereich. Also muss hier auch schlafen können. Aber... Hier. Ich habe schon fast das Gefühl, dass das ein Fehler war. Die Peacekeeper das zu geben? Hm. Ja, dann machen wir den nächsten für die freien Menschen. Ja, genau. So, du hast einmal die Möglichkeit, ein Upgrade verfügbar. Genau, das machen wir mal eben. Für was entscheidest du dich? Ich muss mal eben gucken. Ausdauer? Moment, ich bin nicht so weit. Ich werde Gesundheit nehmen. Ich habe ganz wenig Gesundheit im Gegensatz zu Ihnen. Welche Stufe haben Sie Gesundheit? 4, ne? 3. Auch nur 3? Beides 3. Ja, habe ich auch. Oder sollen wir doch Ausdauer nehmen? Ausdauer lässt sie höher klettern, länger kämpfen, ohne dass sie außer Atem geraten. Und die Gesundheit. Bei dir wäre Gesundheit. Komm, wir nehmen Gesundheit. Okay. Alles klar. So, dann habe ich noch einen Parcours-Punkt. Fertig. Nee, habe ich nicht mehr. Den Doppelsprung werde ich jetzt auch machen. Also der ist ganz gut. Den kann man gut gebrauchen. Den habe ich jetzt auch. Okay. Der ist gut. Ich komme mal eben rüber. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir hier schlafen können. Das wäre vielleicht noch interessant zu wissen. Hier? Hier drin. Ja, hier liegt schon einer. Hier liegt schon einer. Klausi, dem liegt das Bett, hören Sie mal. Hier liegen mehrere. Oh. Du kannst hier nirgendwo pennen. Doch, ist doch ein Unterschlupf von uns. Doch gar keine Sicherheitszone. Doch klar, oder? Warte, ich gucke noch mal. Der hat doch gerade gesagt, wir haben das Umspannwerk. Das wäre unser Ausruhen, Spielerversteck. Ja, klar. Ja, und wo soll das sein? Hier oben? Vielleicht? Oben? Nein, oben ist es auch nicht. Das muss irgendwo unter uns sein. Sind die jetzt aufgestanden oder was? Ja, wo muss das hier sein? Warten Sie. 100 Pro. 100 Pro. Ach, hier kann man auch runter. Ich habe das jetzt mal markiert. Das muss da unten irgendwo sein. Ja, ich bin sein. Schon unten. Eine Etage tiefer sozusagen. Aber. Ach, warte mal, hier kann man. Ganz runter. Bring doch runter, Junge. Aber da kommt man dann runter, das ist ja Quark. Junge! Wie komme ich denn da rein? Ich hab's markiert. Ach so. Ich hab das markiert, aber ich find's nicht. Ich markiere es auch mal eben. Ausruhen da. Moment. Wahrscheinlich wäre so ganz doof irgendwo. Also doch hier oben. Also ich finde es nicht, Entschuldigung, aber ich finde es nicht. Ich weiß nicht, wo es sein soll. Keine Ahnung. Warte, ich habe noch eine Idee. Wo ist das denn? Weil das ganze Gebäude gehört uns ja jetzt hier. Ich guck mich mal hier unten. Ja, da unten muss das auch sein. 13 Meter. Meter irgendwas. Ich komm. Wie bist du da oben reingekommen jetzt? Ich bin nicht drin, ich bin unten. Da
Was ist drin im Gebäude? Ja, aber da komme ich gar nicht rein ins Gebäude. Was ist unser größter Feind? Ja, ich versuche halt auch gerade zu finden, wie ich da reinkomme. Schlafen sie alle? Ah, warte mal hier. Was ist er hier? Er ist ein. Wie komme ich da rein? Da unten vielleicht? Ich muss halt alles mal ausprobieren. Hier sind auch wieder Matratzen. Ja. Boah, ist das riesig, ey. Riesiges Gebäude, Leute. Aber die Tür ist blockiert. Warte mal, hier ist auch noch mal ein Räumel. Komm nicht rein. Ah, ich hab's. Ich bin drin. Du musst den anderen Aufzug nehmen. Erst den einen Aufzug, dann den anderen. Und hier kann man auch schlafen. So, welchen einen Aufzug, welchen anderen Aufzug. Du gehst da mit dem einen... Jetzt brauche ich gar nicht mehr pennen. Du gehst mit dem einen runter. Das haben wir gleich 8 Uhr, jetzt brauche ich nicht mehr. Du gehst mit dem einen runter? Wir brauchen nicht mehr pennen. Du musst doch trotzdem wissen. Pups. Ist doch uninteressant, weil da werde ich ja nie mehr pennen. Hier, kommen Sie mal zum Misch. Ja, wie kommen Sie mal zum Misch? Wo sind Sie denn? Hier unten. Die Leiter wieder runter. Ich zeige Ihnen das jetzt, damit Sie es beim nächsten Mal finden. So, jetzt kommen Sie mal zu mir. Hier, mit dem Aufzug runter. Ja. Weil das ist alles unsere Sicherheitszone, der ganze Bereich hier. So, und hier mit dem Aufzug wieder hoch. Das war ein bisschen doof, aber ist so. Vielleicht ein bisschen bescheuert, oder? Und hier dann rein. Und dann haben wir hier unser Spielerversteck. Ah ja, na wunderschön. Ah, jetzt brauchen wir aber auch nicht mehr pennen. Chlor ist wett. The door is bit. Okay, hier ist nix. Können ja mal einmal. So, los geht's. Ah, doch, hier ist was. Da draußen war ein Händler. Da können wir vielleicht was verkaufen. Zigaretten zum Beispiel. Hier ist ein Aufzug. Aber ein leerer Aufzug. Nee. Nee. Ach so, und hier kommst du dann ins Gebäude nochmal rein, ne? Ja. Okay, ich verstehe. Hier kann man dann alles durchsuchen. Das ist so ihr, der Looter King hier, ne? Ja. Ja, dann gehen wir mal nach draußen wieder. Ist ja schönes Wetter. Und genießen die Aussicht, ne, Herr Hoxen? Kommen Sie mal zu mich. Sollen wir nach oben? Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir hin müssen. Sie haben doch was auf dem Rücken. Ein Buckel. Ja, ich auch. Aus wie ein Buckelwal. Also ich werde doch dazu einmal nach oben gehen. Was soll man denn oben? Haben wir eine bessere Aussicht. Ach, wofür denn? Ach, Mann. Den Sonnenaufgang zu genießen. Die macht das. Das muss hier Ihnen in Fleisch und Blut übergehen, dieses Gebäude. Ja, ja. Das ist das Stromwerk, Herr Stöckel. Das Einzige, was ich, was mir in Fleisch und Blut übergeht, ist die Wut, die steigt. Oh Gott. Auf sie, weil sie so ein kleiner Kack. So, jetzt bin ich hier ganz oben. Dämlicher Kackvogel sind. Also sie sind ein Kackfriese, sind sie. Ein richtiger Kackfriese. Verstehen Sie das? Ja. Hat man nie erlebt. So, solche Kackfriesen wie sie. Voll der Kackfriese, ey. Mal so ein Kackfriese sein. Kommen Sie mal hier neben mir. Und sehen Sie alles schön? Ja, ist schön? Ja? Ist wunderschön, ist schön? Herr Stöckel. Ja, wunderschön. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.